Phil Laude. Die Maske auf! Oh. Die Maske! Achso, Entschuldigung, ich habe verstanden, AirPods Max auf, dass ich meine 600-Euro-Kopfhörer aufsetzen soll. Entschuldigung. Maske, okay. Ja, 600 Euro. Ich habe kein Corona. AirPods Max. Alter, ich verstehe dich so gut. Nee, nee, nicht inhaltlich, akustisch, wegen meinen AirPods Max. Ja, ja, ich habe 600-Euro-Kopfhörer. Das Max steht für maximalen Muskelzuwachs. Sorry, hast du was gesagt? Ich höre nichts wegen Noise Cancelling, AirPods Max. Also alles wird rausgefiltert, was weniger verdient als ich. Deine Stimme ist ein Störgeräusch. Komplett weg, ich höre nichts. Ich höre nur noch reiche Menschen. Wer ist hotter, ich oder Prinzessin Lea? Wie viel haben deine Kopfhörer gekostet? Egal, hängt 2 Nullen dran. AirPods Max. 600. Alter, so krass, es hört sich an, als wärst du im selben Raum. Digga, ich bin im selben Raum. €600 Kopfhörer ohne Apple-Logo oder wie ich es nenne, Understatement. Ich verstehe dich richtig gut, Kai Pflaume. Ja, ich verstehe dich mit meinen AirPods Max auch ganz laut und deutlich. Ja, das muss an unseren AirPods Max liegen, Kai Pflaume. Die haben ja viele wirklich tolle Extras, ne? Ich meine, ja, aber ich meine, und dafür sind sie wirklich günstig, muss man ja sagen. Fast, als ob wir uns gegenüberstehen, Kai Pflaume. Sehr cool. Klar, alles. Ja, oder als ob wir uns küssen. Nee. Bro, du bist gerade ein bisschen schlecht, weil ich habe gerade Sex. Ja, ja, genau, mit AirPods Max. €600. 100 Euro. Für die feminine Seite im Mann. Was können die mehr? Was ist das für eine Frage? Was ist der Sinn des Lebens? Ich muss die Welt nicht verstehen, ich muss sie nur kaufen. Ja, was kannst du mehr als andere Menschen? Entschuldigung, du bist ein Störgeräusch. Genau, immer noch Sex. Mit AirPods Max. Nee, sie ist cool damit. Morgen bin aber ich der kleine Löffel, okay? Nachti. Oh, ist das Kabel kaputt? Mit AirPods Max wäre das nicht passiert. Ja, ja, genau, immer noch am Vögeln. Geht ein bisschen länger bei uns. Mit AirPods Max wäre das nicht passiert. AirPods Max Flex. AirPods Max Pro Doppelflex. Das ist so eine klassische Bürosituation, die mit AirPods Max niemals so möglich gewesen wäre. Guck mal, deswegen habe ich gesagt, wir müssen in Wireless investieren. Bro, darf ich die auch mal connecten? Nee, guck mal, das steht doch sogar hier. Du bist arm. Ich hätte dir fast geglaubt, aber deine Kopfhörer haben ein Kabel. Alter, was zur Hölle sind Sony und Bose, Digga? Ich habe keine Zeit, um zu vergleichen. Ich hab AirPods Max. Mit meinen AirPods Max kann ich noch tiefer in meiner privilegierten Filterbubble versinken. Ich kann euch alle nicht hören, weil ihr arm seid. AirPods Max. Yo, yo, yo. Was ist besser als ein Mikrofon? 9 Mikrofone. Ja, Mann, teuer und nutzlos. Neidisch? Digga, sorry, ich kann gerade nicht. Ich teste gerade meine AirPods Max. Ja, ja, ich habe dich angerufen, um meine AirPods Max zu testen. Ich kann gerade nicht, du bist ein Störgeräusch. Wie man die ausmacht? Gar nicht. Bei erfolgreichen Menschen gibt es auch kein Standby. Wollt ihr auch welche? Sind gerade nicht lieferbar. Was? Sorry, deine Stimme ist ein Störgeräusch. Also das Max steht für mich für maximal bodenständig. Spaß, Alter, 600 Euro. Ja, bevor ihr euch die AirPods Max holt, holt euch lieber hier ein Abo, das ist kostenlos, habt ihr mehr davon. Und hier könnt ihr euch reinziehen, wie Apple euch manipuliert. Oder ihr seht euch noch eine ehrliche iPhone-Werbung an. Bis nächste Woche, tschö mit Ö!